unmöglich. Du spürst Schmerzen, Wächter, aber kein Verderben. Noch nicht. Verderben? Dann war es kein Traum. Die Erschaffer brauchen mich. Die Erschaffer sagen, du kannst die Gießerei erreichen und dass ein Wächter darin liegt. Die Gießerei, ja. Dort wurde ich gegossen. Aber sie ging verloren. Und jetzt, du wirst meine Hilfe brauchen. Das Verderben breitet sich weiter aus und du schlummerst? Stein ist schwer. Es ist einfacher zu ruhen. In meinen Träumen bewege ich mich wieder. In meinen Träumen bin ich Fleisch. Dieser Ort, was ist er? Ich kann es nicht sagen. Es liegt mir auf der Zunge, aber meine Zunge scheint sonst wo zu sein. Wirst du mir helfen, Alter? Ja. Sollen wir? Moment, Kleiner. Habe ich den Wächter gespürt. Er griff nach meinen Träumen. Er ist der stärkste von uns allen. Aber in seinem Herzen befindet sich ein Hunger. Der Wächter wurde gebaut, um zu zerstören. Er hat mit dem Verderben viel gemeinsam. Du musst mit Eideart sprechen und mit dir selbst im Reinen sein, bevor wir dorthin gehen. Denn es gibt vielleicht kein Zurück.
Thank you.
Ich habe eure Schmiede wiederhergestellt und Stein zum Leben erweckt. Doch bin ich dem Baum jetzt näher? Sag es mir jetzt, Ältester, sonst bekommst du vielleicht nie die Gelegenheit. Ich habe gehört, die Gießerei sei gefährlich. Wie auch der Baum, Reiter, und der gesamte Wald. Deshalb musst du den Wächter wecken. Aber hast du dich gefragt, warum den Baum suchen? Beim Baum des Lebens werde ich die Absolution meines Bruders finden. Der Baum des Lebens ist ein Portal. Von dort kann man zu Orten reisen, von denen niemand träumt. Ob eine Welt aus Meeren und Wäldern oder Eis oder endloser Nacht, der Baum existiert dort. Er erscheint vielleicht anders, und doch ist es derselbe Baum, und seine Wurzeln verbinden alle Reiche. Der Baum des Lebens ist nicht dort, wo Reisen enden, sondern wo sie beginnen. Schon gut, Erschaffer. Jetzt kannst du deinen Heimweg finden. Dieser Kompass hat mich zu vielen Wundern geführt. Ihn nach so langer Zeit wieder in den Händen zu halten, gibt mir das Gefühl, wieder 500 Jahre jung zu sein. Vielen Dank. Was ist Ätztau? Ätztau ist das Gift, das diese Stecher abgeben, wenn man ihnen zu nahe kommt. Du findest sie in der Gussfestung. Sei aber vorsichtig. Die Stiche sind übel. Bist du sicher, dass dieser Schlüssel etwas Besonderes ist? Valus scheint nicht sehr beeindruckt. Ja, er beklagt den Verlust seines Freundes. Valus hatte einen Freund?